So, jetzt kommen wir, ich sage mal, zu dem Namen, der Mallorca weltberühmt gemacht hat. Wo ist Toni Nadal? Toni, Toni. Toni, Toni. Hallo, hallo. Toni, Toni. Toni Nadal. Eine Sache. Borussia muss jetzt die Champions gewinnen. Weil, nachher wird es unmöglich sein. Weil ich bin in, ich war in der, mit der Kandidat auf Barcelona, Präsident. Okay. Ich bin mit der nächste Präsident auf Barcelona und dann keine Möglichkeit zu gewinnen. Die Champions ist für uns. Ihr könnt es ja noch mal ausdiskutieren, aber wie das so gehen kann gleich, ja? Aber ja, ist schon klar. Also jeder hat seinen Club, ja, klar, ne? Ist ja logisch. Aber wir haben ja noch jemand anderen. Also ich meine, Sie einen Neffen, ne? Ja, der, ich habe. Sage ich mal, ein Weltereignis ist eigentlich. Ist nicht wie Boris, aber ist ein guter Tennisspieler. Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass er nicht so wie Boris ist, sondern ein bisschen anders ist als Boris. Ich glaube, er hatte auch immer einen strengeren Trainer und das waren Sie nämlich. Und Sie haben ihn böse rumgejagt, hat er mir mal erzählt. Böse, böse, böse. Also auf ganz schlechte Plätze und ganz schlechte Bälle gegeben und all sowas. Nur damit er nie die Schuld auf den Platz oder den Ball schieben kann. Stimmt das? Ja. Weil ich. Aber das war gut für mich, weil so, ich habe niemals die Schuld. Ja. Die Schuld, wenn er verliere, immer war seine Schuld. Niemals war von mir. So ist gut. Ich habe immer gesagt, wenn er sagt, dass etwas, weiß ich nicht, mit die Bälle oder mit dem Platz. Die Sonne des Dings, bla bla. Ja, die Sonne. Einmal, ich habe telefoniert. Ich war da, wenn ich war fertig mit ihm, nach einigen Jahren, gut. Er hat geflogen nach Australien. Und nach jedem Match hat er mich angerufen. Und okay, ich habe gesagt, oh, ganz gut, Rafael, hast du sehr gut gespielt. Congratulations, congratulieren, so gut, okay. Zweiter Match, ich habe gleich das gemacht. Dritter Match, egal. Sehr gut gespielt. Vierter Match. Sonne. Ja. Ich habe gesagt, oh, sehr gut, Rafael, du hast gewonnen, war super. Aber heute hast du schlecht gespielt. Nicht so gut oder ganz schlecht gespielt, besser gesagt. Und er hat mir gesagt, oh, heute war unmöglich, gut zu spielen, weil heute war so heiß, war so heiß. Und mit dieser Heiße war unmöglich, so gut zu spielen. Ich habe gesagt, ja, ich glaube. Aber vielleicht war nur sehr heiß in halbes Platz. Ja. Weil in die andere halbe, dein Gegner hat sehr gut gespielt. Das ist, ja. Das ist, was ist immer passiert. Weißt du, einmal, wir waren in der US Open. In der US Open, gut, er kommt jeden Tag. Diese Bälle sind nicht gut. Die Bälle springen nicht zu viel und er braucht, dass der Ball springt. Und ich habe gesagt, bitte, denke nicht mehr mit dem Ball und dem Spiel. Wow. No, aber die Bälle, jedes Mal. Und dann nach einigen Tagen, ich war nochmal in dem Platz und ich habe gesagt, warte einen Moment, ich gehe zum der Director of the Tournament und ich will sagen, dass ich habe einen Neffen, sehr delicate. Ein Neffen, das braucht eine andere Bälle. Und er hat mir gesagt, du, ihm egal, du bist immer so, okay. Dann, nach einigen Spielen mehr habe ich gesagt, weil er noch mit die Bälle. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du, was du musst machen? Du musst verlieren. Und dann wir fliegen nach Mallorca und dort, wir können kannst haben. Kannst du trainieren? No. Dort, wir können haben die Bälle, dass du möchtest. Und er ist sehr obedient. Und er war so obedient, er hat verloren.
Ich habe verloren gegen die Nummer 25 in der Welt. Okay, aber dann ich bin zurück nach Mallorca geflogen und er war zum Peking in ein anderes Turnier. Und ich habe das Turnier im Fernsehen gesehen. Und in der US Open ich habe verloren mit der Nummer 25. Und dann in Peking ich habe gewonnen gegen die Nummer 9, die Nummer 5 und die Nummer 3 in der Welt. Und er hat der Turniere gewonnen. Und dann, wir haben zurück gefunden in Napoles, weil wir müssen Davis Cup spielen. Und ich habe gesagt, kongratulieren, du hast sehr gut in Peking gespielt. Und ich weiß nicht, mit welchen Bällen hast du gespielt in Peking. Ich wusste die Bälle. Die Bälle waren dieselbe als in New York. Und er war ein bisschen so und hat mir gesagt, no, mit die Pen-Bälle. Ah, die Pen. Unbelievable, diese Pen-Bälle. In New York springen nicht und in Peking springen so viel. Das ist, was passiert, wenn die Leute immer die Schuld, das passiert oft mit Fußball auch, immer die Schuld ist von der Richter. Klar, die Schuld ist immer irgendwo anders. Ja, ist niemals von aber uns. In Peking springt es natürlich viel besser. Ja. Aber ich meine, bei all diesen schönen Geschichten muss man mal eines sagen, eine so außergewöhnliche Sportlerpersönlichkeit, die natürlich also den besten Trainer der Welt hatte, um dahin zu kommen, aber ist jetzt wieder von... Der Laureus ist die größte Sports Academy of the World, gerade eben in Madrid zum Sportler des Jahres weltweit gewählt worden. Wir schauen mal eben ganz kurz rein. De momento estoy aquí, estoy el 112 del mundo y no falta mucho. Roland Garros, it is the final I think so many were hoping for. The goat race, some have called it. Two titans of the game will go head to head for the biggest prize that this surface has to offer. They know all the eyes from the sporting world are on them. Who can win the most Grand Slam titles? Can Rafa Nadal go level with Roger Federer today? Or will Novak Djokovic move one behind the Spaniard? Just insanely good tennis from Rafael Nadal. Another mesmerizing set of tennis. In 2020, Rafael Nadal makes it 20. He captures a 13th Roland Garros title. That's Rafa at his very best. This is why Rafa is the king of this tournament, of this sport, of this surface, and his results will never ever be broken. Throughout your entire career, you've been a great champion, and today you show why you're king of the clay. We are facing very challenging moments, and I think Novak and I, we are in the same way saying that we are very lucky that we can keep. Javi y yo ya hemos hecho nuestra donación. Confiamos en vosotros porque seguro que esta va a ser nuestra mejor victoria. Well, we're so blessed to be in the era that we are in. Mi ambición, bueno, es que no sé. Mi ambición pues sería llegar lo más arriba posible y llegar a ser un buen jugador de tenis. How good is Nadal? Nothing short of remarkable. Aber weißt du, du hast gesagt, hinten ein sehr guter Spieler, man braucht nicht einen guten Coach. Ist genug ein guter Spieler. So ein Understatement hier. Ja, ist true. Ja, nein, es ist einfach toll. Und ihr habt eine tolle Tennisakademie, das wollen wir noch zum Schluss hier erwähnen, auf Mallorca. Ja. Ganz wichtig. Die Kinder waren jetzt plötzlich locked in, letztes Jahr. Ihr habt aber allen Eltern gesagt, es wird alles gut gehen, die Kinder sind fein aufgehoben. Wir haben ein Problem, weil wenn der Lockdown,
viele waren dort. Und für die Eltern war etwas schlecht, die klar. Kinder zurück klar. nach Hause zu holen. Ja, zu holen, weil einige waren von Australien, von vielen Plätzen, von klar. United States. Und dann Raphael hat gesagt, okay, bitte, wir haben die Kinder hier. Unter Kontrolle. Abgeschlossen, alles. Nur Bälle und Tennis, ja. Abgeschlossen. Und keine kann hingehen und die Leute, die will dort arbeiten, kann nicht ausgehen. Und okay, dann war gut, weil wir haben keinen Jungen mit Coronavirus und war alles gut. Nicht. Aber es ist eine tolle Tennisakademie. Es ist eben das, was heute Morgen Frau Mueo auch sagte. Wir haben hier andere Aktionen auf der Insel, andere Wirtschaftsfaktoren. Hier trainieren wirklich die Profis. Es ist eine sehr tolle Akademie, weil ich bin der Direktor. Natürlich, deswegen sage ich das doch. Mensch. Nein, es ist eine gute Tennisakademie. Ja. Aber am Ende, was machen die Leute? Die Akademie gut ist nur die Leute. Klar. Du weißt, ist gleich wie jede Kompanie. Gute Trainer, gute Leute da. Gute das Trainer, stimmt. Der Trainer ist gut, wenn die Spieler sind gut. Mhm. Ich glaube, ist gleich im Fußball. Mit Messi ich bin ein guter Coach. Mit Raphael ich bin ein sehr guter Coach. Aber weißt du, ich habe zwei Kinder und die sagen noch mal, bitte, sag's. Du musst nicht sagen, dass ich bin dein Coach, weil sonst alle wissen, dass ich bin nicht ein gutes Coach. Mit Raphael ist sehr einfach, aber mit meinen, weißt du, ich sage dasselbe zu meinen Jungs, beides, aber alles. Du brauchst auch das Talent auf der einen Seite, den guten Coach auf der anderen Seite. Das ist so. Vielen Dank, Toni. Okay, danke. Tschüss.